Hive Vitrive Zwe. Das Videotagebuch. Moje. Wasche, das hat er ausgeschlafen. Also wir gehen jetzt gleich wieder ins Bett. Ja, aber für euch haben wir jetzt noch gedacht, nehmen wir das neue, die neue Folge von dem Tagebuch auf. Musst du dir das eigentlich selber machen? Ich gucke mir das den ganzen Tag an, weil ich schnibbel das ja zusammen. Ja, also ja. Ich finde es geil. Ich finde es auch geil. Ich finde es auch schön, dass ihr das so toll annimmt. Und ich finde es super gut, wenn wir ungefähr in anderthalb Wochen alles wieder vergessen haben, wegen unserer matschigen Bänne. Ja. Dann können wir es uns gerade nochmal angucken, gerade nochmal in die USA fahren. Das wird super. Genau. Christoph, ja. Was haben wir heute alles erlebt? Heute waren wir das erste Mal auf dem Kurzhorn Folk Festival. Das war sehr, sehr gut. Sehr gutes Erlebnis. Ja, ganz viele alte Bekannte kennengelernt. Ja. Also es war für mich... Bekannte getroffen. Ja, aber es war für mich so wie Heimkugel. Aber ich war noch nie dort. Jetzt habe ich es kapiert. Alte Bekannte aus dem Film kennengelernt. Ja, genau. Alte Bekannte kennengelernt. Ja, also gut. Als wäre ich schon immer dort gewesen. Ja, oder? Ist richtig. Ja. Wir haben die große Ehre gehabt, auch der Original Schnickelfritz zu treffen. Ja, den haben wir ja den schon kennengelernt. Den haben wir gestern schon kennengelernt. Aber den haben wir dann nochmal getroffen. Genau, den haben wir nochmal kennengelernt. Und noch einmal getroffen. Aber seht selbst. Und vielen Dank, dass ihr alle so zahlreich. Guckt. Bis dann. Und? Ich brauche einen Finisher. Ja. Ich finde, du bist siehst schon ganz finnisch, also sichtfertig genug aus. Ja. Wir sind jetzt hier auf dem Kutztown Folk Festival. Das Video wird heute mindestens 4 Stunden lang. Ich bin gespannt. Hast du ein paar Eindrücke gesammelt? Ja. Für die Crowd daheim. Ja, für die Crowd daheim. Also es lohnt sich wirklich herzukommen. Bringt viel Hunger mit. Unwohl. Weil den gibt es hier nicht. Doch, Riesling für 18 Euro die Flasche. Sehr gut. Nee, was ist das? Ne, keine 18, das sind keine Euro, das sind Lire. Du wirst so lange, bis wir hier wegfliegen, sagst du Euro. Genau wie du zu allem sagst, guten Owen. Guten Abend. Und alle happy. Ja. Alkohol. Zwischen dem Mais zwischen den Zähnen. Ja, der war noch nicht ganz durch, oder? So wie der zwischen deine Zähne aussieht. Nee. Kann das sein? Nee. Und ich will ja nicht so hängen in deine Zähne. Zähne sind. Der Mais sind meine Zähne. Oh, der Mais sind deine Zähne. Alle ruhig bleiben. Oh nein. Ich geh mal ein bisschen spielen ins Kinder-Eck. Ja.
Ja, mega. Hast du mal all die ganzen Schilder gesehen? Ja. Das ist irgendwie wie, als wärst du ein bisschen zu Hause auf dem Festival. Nur gefühlt doppelt so heiß. Aber ich habe schon gesehen, es gibt einen Wurststand. Ja. Das ist wahrscheinlich wie zu Hause. Ja. Das ist geil. Es gibt einen Wurststand, wo es gibt einen Kinderstand. Was wird denn da verkauft? Ja, Kinder, denke ich mal. Also, falls du welche mitnehmen möchtest, aber du weißt, dass die extra kosten. Ich weiß nicht, ob wir für einen Platz haben. Aber vielleicht gibt es auch ganz kleine. Die sind ja kostenlos dann wieder. Ich guck, was sie kosten. Ja. Guck mal, das können wir ja gleich machen. Guck mal, hier drüben. Hier. Es scheint günstig zu sein. Und vor allen Dingen sind sie eiskalt. Ja, das ist doch perfekt. Das muss man nicht vergessen, weil du noch erst sagst, haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Manche verzaubert mich schon so ein bisschen, weil wir waren bei einer Vereinigung, kann man sagen, oder bei einer Gemeinschaft, die sich der Urklave nennt oder die Glaubensrichtung heißt Urklave. Das ist ja, mehr oder weniger Religion. Das sind Leute, die ganz bestimmte Vorstellungen haben von der Welt um uns herum, wie die entstanden ist und so weiter. Und das Besondere daran ist, dass die auch ihr Wurzeln im Pennsylvania-Deutsch haben. Genau. Und bei den Brüder Grimm. Ja. Was das aber bedeutet, das erfahrt er spätestens im Film. Wann kommt der eigentlich raus? Ungefähr. Irgendwann. In 2 Jahren. Also, guckt. Weiter. Danke. Michelle? Ja? Kannst du mir mal sagen, was die haben? Was die da machen? Das ist der Urglaube. Und die machen jetzt hier ein Ritual. Und so wie ich das verstanden habe von den anderen, sind es hier alles so Hexen, Hexer. Also wir sind mal gespannt. Ich weiß noch nicht, was jetzt gleich passieren wird. Und jetzt werde ich was gefragt. Du warst ein Hexer? Da sind Hexen, aber gute Hexen. Du bist ein guter Hexer. Ich bin guter Hexer und das sind gute Hexen. Die haben sogar Bier bei ihren Zeremonien auf dem Gabentisch. Gefällt mir der Glaube. Ist geil, ja. Wir kennen ja so ein Urklave Ritual machen. Was ich ganz interessant fand, er hat ja gesagt, er hat das selber gegründet, diese Gemeinde. Er war alleine, hat jetzt schon 3000. Ja. Könnten wir ja den Pfalzrock-Glauben mal öffnen. Wir wären schon 2, ich wäre Mitglied. Ja? Vielleicht verkünden wir die frohe Botschaft in der Welt. Ja. Ist der Herr eigentlich der Herr? Ich höre doch nichts damit. Du hörst mich die ganze Zeit. Du denkst immer, dass ich dich super gut höre. Aber das sind jetzt auch gerade andere Leute wichtig. Ach so. Also du hast es selten, aber es passiert. Wie ist denn das so? Sound so halt? Heiß. Ja? Heißes Sound, würde ich sagen, ja. Und ziemlich motorenlastig, muss man auch sagen. Okay. Das sind ziemlich viele Leute am Rasen hier. Aber ihr habt es ja schon gesehen, wie die Rasen hier aussehen. Das ist ein Traum und das kostet einfach da viel Erde. Ja, und das ist eigentlich ein Mistake, oder? Ja, das ist nicht nur ein Mistake, das ist eine Missachtung ist das. Genau, guck mal, wie der Rasen gehen lässt. Das ist das Wege der Frau Holle. Das erkläre ich da aber andermal. Erklär mir das mal. Hivve wie Trivve.com